Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Radtut, beim Clan True Warriors 2 im Rathaus 8 starte ich heute mal. Hat den Hintergrund, ja, ihr habt es gesehen, fast wieder mal das Event verpennt. Das passiert mir ja schon öfter. Also im letzten Event musste man ja 20 mal irgendwelche Drachen ausbrüten, um damit 200 Gems zu kriegen. Das war auch schon mal anders. Da musste man nur 10 Angriffe machen für 300 Gems. Und hier müssen wir mit Heilern angreifen. Habe ich hier noch gar nicht gemacht, aber ich denke mal, drei Heilerarmeen. Also drei Heiler muss ich hier im RH8-Bereich benutzen. Das ist eigentlich locker machbar. Ich habe einfach mal so eine Armee hier gebaut, wie ich mir das jetzt so vorstelle. Denn im RH8-Bereich, muss ich sagen, habe ich so gut wie noch nie so richtig mit Heilern angegriffen. Ich weiß gar nicht, wie und was das hier funzt. Also 6, 7, ja. Aber jetzt so RH8, da bin ich so ein bisschen überfragt. Deswegen machen wir das Event mal wieder nur fürs Event. Also da können wir uns natürlich auch so einnehmen, so ein AM7, ne? Aber ein bisschen Spannung wollen wir auch haben und sollte dann schon einer sein, der auch ein Achter ist, der auch ein bisschen Dunkles hat. Also das ist eher so ein immer wegzuklicken. Ach, da blutet es im Herz, aber er hat halt zu wenig Dunkles. Ich will wenigstens so 1000 Dunkles ein bisschen abhaben und die anderen Ressourcen brauche ich nicht wirklich. Also so ein bisschen geht ja sicherlich. Wir brauchen nur einen Stern. Okay, so einer hier, 1125, der ist in Ordnung. Guck mal, wo. Oh, das Dunkle ist auch noch gut erreichbar hier. Dann nehmen wir es mal mit. Ich setze mal die Heiler jetzt. Ich glaube, hinter den Riesen sind die Heiler richtig postiert. Und es kann sein, dass die schwenken auf. Obwohl, nee, die schwenken nicht auf meine Walküren, glaube ich. Aber ich habe einen Päcker. Ein Päcker in der Clanburg. Und da könnten die natürlich raufschwenken. Hab so ein paar Hogrider noch dabei. Also so ein bisschen so, ja, meine Lieblingstruppen alle beisammen. Und zumindest was den R8-Bereich angeht. Und dann geht's hier jetzt erstmal, ja, geht schön in die Mitte der Base hier. Das passt so. Also ich denke mal, das Event hier, ja, das lässt sich locker spielen. Dreimal Heilerarmee. Je nachdem, wie lange man rechnet. Circa 30 Minuten pro Armee Bauzeit mit Zauber. Das ist hier noch wirklich, wirklich übersichtlich. Und ja, die sind jetzt da weg. Dann denke ich mal, kann ich hier schon mal so ein paar Hocks setzen. Ich nehme mal hier noch den Heilzauber. Ich verbrate hier ruhig mal alle drei Zauber. Ist ja nett, wenn wir hier 100% holen. Dann haben wir wenigstens was getan. So, hier hinten noch den Lucky King nicht vergessen. Und dann denke ich mal, ja, dann wird das hier auch was. Da haben wir hier, oh, die Hocks sind noch gut dabei. Jetzt einmal kurz in Wut. Und dann sind die beiden oder die letzten drei Defense-Gebäude hier auch Geschichte. Ja, das sieht gut aus. Das lassen wir mal eben auslaufen. Ja. Oh, Donnerwetter. Ja, die letzten beiden Tage kamen ja auch Sneaks. Also auch da will ich einfach mal kurz was zu sagen. So ein bisschen so mein Statement. Also das erste ist natürlich super, dass erstmal nur hoffentlich für RH11 die Anhebung der Truppen ist. Denn wenn das dann von unten weitergeht, also vom Achterbereich mit den Walküren und Golems bis nach oben hin, na okay, dann habe ich noch ein bisschen mehr zu tun mit allen Rathäusern. Aber das wissen wir ja noch nicht. Das ist ja noch gar nicht preisgegeben worden, ab wann das erstmal zählt. Ich denke mal, man kann es erstmal für RH11 sehen, also ein Update für RH11. Und das Sneak Peek von heute, muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Also das ist, ja, ich finde, das belebt den Spielbetrieb total. Und ich will jetzt mal wechseln, denn ich spiele dieses Event hier heute mit euch mit dem RH8, mit dem RH9 und mit dem RH10. Dann sehen wir mal alle drei Rathausstufen hier in den Bereichen hier, wo es Dunkles gibt, beziehungsweise ich hätte fast gesagt, wo es Golem gibt. Man kann natürlich dieses Event auch in niedrigen Stufen spielen. Den Heiler gibt es ab Rathaus Level 6 und wer Rathaus Level 5 ist, der kann auch einen Heiler mit in die Clanburg nehmen. Ja, also das ist auch nicht schlecht, das kann man auch machen, denn auch der zählt. Ich baue die Armee jetzt, glaube ich, ich baue sie nicht nochmal nach. Wir nehmen wieder drei Heiler und ich glaube, ich brauche, ich habe ein bisschen viel Hockrider dabei. So viel brauchte ich ja jetzt eben auch nicht. Was hatte ich? 8 Stück, glaube ich, hatte ich dabei. Und so ein paar Magier. So, dass das in etwa passt. 165, 8, 9, 10. Dann haben wir hier 180. Ja, da können wir doch noch ein bisschen was mitnehmen. Ich nehme gerne mal ein paar Magier mehr mit. Hat den Charme einfach, wenn dann doch mal ziemlich starke Clanburg da rauskommt, dass ich der wenigstens gewachsen bin.
Und da haben wir hier schon wieder ein bisschen zu viel Zauber gebaut. Der geht jetzt weg. Also machen wir das mal nochmal so. Und dann schwenke ich mal auf den RH9. Ja, und dann sage ich euch einfach, was ich von dem zweiten Sneak halte. Okay, machen wir weiter mit dem RH9. Das hatte ich schon... Oh ja, toll. Das hatte ich schon vorbereitet. Und jetzt... Ach, kommst hier ins Spiel rein und siehst, dass der abgefarmt war. Aber hat der Gegner was gekriegt? Oh, kein dunkles. Ja, Save the Dark hat wieder zugeschlagen. Also ich nenne ja meine Base immer ganz witzig Save the Dark, weil der schwarze Pott halt komplett in der Mitte steht und um mich rum die Sinnflut. Also der Alex hier hat hier übrigens in Champions 3 reingedefft. Ich habe nicht da reingespielt. Ja, also ich mache mit den Accounts ja relativ wenig und der macht jetzt noch ein CK mit. Und dann denke ich mal, ja, mal gucken, vielleicht kann ich die Queen dann wieder hinlegen. Das kommt ganz auf den Ausgang hier dieses CKs hier an. Denn hier ist noch nicht alles gesprochen. Also hier wird es nochmal super eng. Hier werdet ihr aber sehen bei mir auf dem Kanal. Und ich habe hier, glaube ich, auch noch keinen Angriff gemacht. Nein, habe ich noch nicht, aber auch im RA9-Bereich. Ich habe euch das mal vorbereitet. Ich denke, diese Armee kennt ihr vielleicht ein bisschen abgewandelt mit zwei Heil- und zwei Wutzaubern. Ich nehme immer gern Sprung mit. Ja, denn die Riesen, wenn dann mal eine Defense außen so ein bisschen steht, dann lassen die sich ja gerne verleiten. Aber das ist eigentlich schon, ja, ich hätte schon fast gesagt, ein bisschen mehr CK-Truppe hier. Aber sie ist auch jetzt nicht so super teuer. Abgesehen von den Hawkridern. Aber ich habe gedacht, ich spiele das Event mal damit. Denn, oh, hier habe ich aber 1, 2, 3. Ah, hier habe ich mich ein bisschen verzählt, glaube ich. Ich denke mal, die müssen wir hier komplett weglassen. Mit den Pekka, ja. Denn ich glaube, ich muss hier an der Stelle hier, den bauen wir auch mal so um. Ja, ich glaube, ich muss auch hier, ach doch, ich muss auch eigentlich nur 3 machen. Okay, ich muss nur 3 machen und ich denke, auch hier gehen wir rein. Ich finde hier relativ schnell einen Gegner, auch bei Champion. Ich will ja nur das Event spielen. Das muss ich immer so ein bisschen im Hinterkopf halten. Dass ich hier nicht unbedingt einen Dreier einfahren muss auf eine RH9-Base, sondern wenn hier ein RH10 auch ganz nett zu machen ist, dann lass ihn ruhig Infernos haben. Wenn ich meinen Stern dann hole, dann habe ich den Sieg hier eingefahren und bekomme so einen Punkt als Zählung für das Event. Und auch hier denke ich dreimal, das ist in Ordnung. Also die letzten 20 Mal war schon ein bisschen heavy. Und ich wollte hier eigentlich zum Sneak von heute was sagen. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Natürlich kommt das allen Spielern zugute, weil das ja eine ja, ich sag mal, accountweite Einstellung ist, die da gemacht wird mit den Vorschauen, wo du Freunde beobachten kannst, wenn sie kämpfen, wo du siehst im Chatmenü, wie viel sind eigentlich im Moment online. Also das finde ich schon wirklich eine tolle Sache und das freut mich, dass Supercell so kleine, ich habe das heute mal genannt, so kleine, aber feine Dinge hier mit einbaut, die so ein bisschen hier den klaren Spielbetrieb, ich will nicht sagen aufrechterhalten, aber den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit hier, aber den Spielbetrieb so ein bisschen, ich nenne es mal so, so ein bisschen schöner machen. Ja, einfach ein bisschen geselliger. Man sieht so, ah, da ist jemand da und dann sieht man auch, wer gerade kämpft. Das ist natürlich total interessant und du weißt es ja eigentlich nicht. Es kann ja nur einer sein, der bei dir mit in der Friends-List drin ist und das ist natürlich eine coole Sache. Ach ja, der hat einen Hund hier. Naja gut, dann lassen wir den Hund erstmal Hund sein, würde ich sagen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal, aber ist auch nicht so schlimm. Der macht natürlich kaum Schaden hier an den Riesen. Ja, also so wirklich macht er nichts und Magier und die Queen kümmern sich jetzt um die ganzen Lakis hier. Ich glaube, die gifte ich auch mal im relativ großen Stil hier. Ich nehme ruhig mal zwei beide Gift hier weg, glaube ich. Ist an der Stelle, glaube ich, ein bisschen sicherer. Heiler leben noch, jawohl. Und so stark ist die Base jetzt auch nicht. Aber ich habe ja gesagt, entschuldigt bitte, Event spielen, jawohl, das machen wir. Ah, jetzt haben wir, oh, okay, ja, mal sehen, wo die jetzt so hingehen. Wo sind die nächsten Defense-Gebäude? Die nächsten Defense-Gebäude für die Riesen, jetzt gleich erreichbar, sind ja da. Dann nehmen wir die da auch mal mit. Und das Doofe ist, dass ich hier jetzt gleich einen King im Nacken habe, der mir hier, glaube ich, fürchterlich auf die Nerven gehen wird mit meinen Hawkridern. Der wird mich wieder die ganze Base verfolgen hier. Und dann heilen wir die schon mal durch hier. Der Heil war wieder gut gesetzt hier von mir. Da hatte ich ja im letzten Clankrieg schon echt Glück mit meinen gesetzten Heilzaubern. Und habe jetzt noch einen übrig. Ich würde sagen, den nehmen wir auch ruhig nochmal hier. Dann heilen wir den King auch nochmal mit durch. Und die Hawkrider
gehen jetzt auf die letzte Kanone hier. Der gegnerische King ist da unten, okay. Und ja, achso, der Minenwerfer auch noch. Ja, da haben wir es gepackt. Haben wir noch was über hier? Ah, wir haben noch zwei Bogies. Dann machen wir hier mal schnell die Lager noch mit weg. Ja, das sieht gut aus. Also auch hier, ja, das Event ganz locker gespielt. Ich habe jetzt mal Dunkles ausgegeben, habe jetzt wieder ein bisschen was reingekriegt. Man kann die Armee natürlich auch ganz anders aufstellen. Man kann natürlich Riesen nehmen mit Heilern und eine ganze Haufen Magier dahinter. Ja, ist auch eine coole Kombi. Ich mache das ganz gerne mit den Hawkridern hier. Ich finde, das ist ja eine coole Truppe. Ja, die Hawkrider, die gefallen mir echt gut. Nicht so wirklich im RH10-Bereich, aber RH8, RH9, wisst ihr, nehme ich die jetzt wieder öfter auch im RH9-Bereich. Bin ich ja so ein bisschen von Luft weg und bin wieder so ein bisschen mehr zu den Bodentruppen. Back to the roots hätte man ja fast sagen können. Aber da ja lange Zeit die Luftangriffe nicht so gut waren und so, die sind nicht so stark waren, die sind natürlich wieder stark geworden. Jawohl, dann habe ich auch hier immerhin schon mal einen ins Event zugetragen. Die Helden vor allen Dingen jetzt kaum verbraucht. Also die haben jetzt eine nicht ganz so lange Regeneration. Queen gar nicht. Okay, den King 18 Minuten und wir haben auch schon wieder was nachgebaut. Ja, so können wir den lassen, denke ich mal. Und ich würde trotzdem sagen, ich mache das doch mal anders. Ich spare jetzt doch mal die Dunklen hier. Und anstelle der dunklen Truppen nehmen wir jetzt mal einen ganzen Haufen Magier mit. Das geht auch. Ja, das geht auch. Dann spare ich jetzt mal ein bisschen an Dunklem. Und oder ich mache das. Ich mache das mal 1, 2. Dann können wir mal 2. Nehmen wir drei Valkyren mit. 36 und noch einen davon. Ja, super. Also hat das hier schon mal funktioniert. Und ich denke mal, das Event hier haben wir doch nicht ganz verpennt. Also ziehen wir jetzt mal auf das RH10 und machen auch da mal den Angriff. Also da wird es natürlich nicht einfacher. Das werdet ihr gleich sehen. Wow. So, beim RH10 habe ich jetzt ein bisschen länger gesucht. Weil hier oben, ich bin ja in der Champions 1, da dauert es dann doch ein bisschen länger, bis man einen Gegner findet. Und ich würde sagen, den nehmen wir mit. Den mache ich allerdings in Teilen im Queen Walk. Müssen wir mal gucken. Dunkles brauchen wir jetzt nicht ganz so primär, aber wir können natürlich sonst reichlich an Ressourcen hier gewinnen. Mal sehen, ob der hier irgendwas in der Clanburg hat, was vergiften müssen. So, ja, Queenwalk ist jetzt auch nicht so mein Ding. Also ich mache ihn schon, gar keine Frage, auch mal in den CKs. Aber das ist jetzt nicht hier meine Dauerfarm-Army. Und deswegen, aber der hat hier nichts in der Clanburg. Das ist natürlich schon mal super. Und ich würde sagen, wir gehen mal mit den Riesen hier rein. Schicken jetzt mal so eine ganze Boulder-Partie dahinter. Ich muss jetzt einfach meine restlichen Truppen hier mit in die Base reinkriegen. So, Mauerbrecher hinterher und den King noch hinterher. Und dann müssen die hier jetzt, denke ich mal, hier mal richtig in die Base reingehen. Ja, das machen sie auch. Und, ich habe zwei Sprung sogar dabei, Donnerwetter. Die ganzen Bowler, jetzt gehen sie erst rein. Aber die ganzen Riesen gehen jetzt hoffentlich hier mit den Bowlern auf den ersten Inferno. Jawohl, der erste Inferno ist weg, das ist schon mal nicht schlecht. Nur wer hier jetzt springt, das ist natürlich hier die nächste Frage. Mal sehen, ja, ich lege den einen Inferno da hinten mal still, weil der war mir jetzt nur für... Ich wollte das Rathaus jetzt einfach kriegen. Dass wir hier einen zweiten Stern drin haben, das sieht ganz gut aus. Ja, das Dunkle da vorne wäre jetzt noch nett, vielleicht noch ein bisschen Elex, aber auch hier gilt es für mich, die Heiler kommen jetzt noch ein bisschen zu Hilfe. Mal sehen, ob die meinen King nochmal richtig, richtig geheilt kriegen. Das wäre natürlich super. Ja, und die gehen auf den King. Ha, der König wird durchgeheilt. Save den, ja, rettet den König. Oder wie heißt das? Es gibt doch irgendwo einen Königsspruch. Aber jetzt ist die Heilung natürlich nichtig, wo der Inferno auf den klopft. Und jetzt haben wir natürlich reichlich Ressourcen dagelassen. Da hinten wäre es alles in den Lagern gewesen. Ist aber auch hier nicht so schlimm. Ich wollte ja das Event letztendlich spielen. Und habe jetzt auch einen wieder hier reingekriegt. Und habe ich dann... Ach, ich guck mal, ich habe noch 5 Bogies hier. Eieiei. Ach, da kriege ich noch was. Jawohl. Toto, du hast nochmal Glück gehabt hier. Aber hier hinten habe ich kein Glück. Okay. Da ist der doofe Inferno. Dann... Was nehme ich jetzt lieber? Ich nehme lieber hier dieses Lager schnell. Ganz schnell hier. Komm, ihr kleinen Bogenschützin. Macht noch ein bisschen, ja. Das war jetzt noch so ein ganz kleines bisschen.
Aber die Lager hier hinten machen sie ja. Ja, ich bin ganz, ganz gespannt auf das Update. Freue mich auch total. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, morgen kommt ja schon der neue Peak. Also für euch ist das dann schon heute. Und ich glaube, es wird ja nur drei geben. Und na, vielleicht noch diese Woche. Wer weiß es, noch diese Woche das Update. Das wäre natürlich super. Und ich freue mich aber auf jeden Fall total, dass es wieder ein kleines Update gibt, in welcher Form auch immer. Und aber wie gesagt, oh, Donnerwetter, nettes, dunkles. Ja, und das andere geht ja auch, ne? Sind etwas über 500.000 von jedem. Ja, war jetzt doch in Ordnung. Können wir mal so stehen lassen. So, die nächste Armee habe ich auch schon am Start. Die kann man natürlich auch ein bisschen anders bauen. Ich brauche ja nur die Heiler. 1, 2, 3, 4. Und 9 Mauerbrecher habe ich dabei, 3 Bowler und ja, das geht jetzt so gar nicht auf. Dann machen wir das so. So machen wir das. Den Quick Train war komplett nochmal nach. Und ich habe hier aber schon mal einmal, glaube ich, damit angegriffen. Ja, ich habe hier damit schon mal einmal angegriffen. Und ja, ich denke mal, ihr werdet einiges von uns sehen. Zumindest auch aus diesem CK gibt nämlich wieder ein paar schöne Kämpfe hier zu sehen. Und ich hoffe, die Dreierfolge hier, also Dreierfolge meine ich, RH8, RH9, RH10 Event, hat euch trotzdem gefallen. Ist halt auch mal von mir so ein bisschen Alltagsleben. Und wie kann man es machen? Waren einfach nur mal Beispiele, wie man so ein Event natürlich sehr, sehr schnell hier rumkriegt. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Bleibt